Mein Name ist Horst Schimanski, bin Hauptkommissar in Duisburg.1981. Eine Revolution im Tatort. Ein neuer Kommissar betritt die Bühne. Sein Name Horst Schimanski. Sein allererster Auftritt. Der steht mit dem Rücken eigentlich zum Publikum und dreht sich erst viel später um. Jeder will wissen, wer ist jetzt nur der Neue, wie sieht der aus? Lange Haare, aha, und so, Unterhemd, ein bisschen schmuddelig. Dann kam der etwas erlösende Schwenk in die Küche. Für uns alle sagt er, also jetzt müssen Sie es wissen, also es sieht nicht ganz appetitlich aus. Er hat nicht also viel Zeit für sich. Dann sollte er sich ein paar Spiegeleier machen mit Speck und so, das war alles zu lang. Da sagte ich, Kinder, wir müssen ein bisschen auch die Lebensgewohnheiten dieser Figur zeigen. Wir müssen ein bisschen zeigen, der hat nicht sehr viel Zeit. Der will auch nicht allzu viel in seiner Behausung sein. Das fällt ihm alles auf den Kopf. Also drei rohe Eier in ein Glas und getrunken. Und das haben wir, sagen wir mal, fünfmal, weil das die erste chronologische Einstellung war, haben wir mindestens fünf oder sechsmal wiederholt. Also das rechnen Sie mal hoch, fünfmal drei. Also so viel rohe Eier habe ich da geschluckt. Mir war redlich schlecht, muss ich dazu sagen. Die Wachablösung von Felmi zu George erfolgt vor der Kamera. Ein neuer Stil hält Einzug. Schimanski kommt an diese Plakat ran. Hat da seine Schuhe zugebunden, hat er hochgeguckt und hat er so gemacht. Das empfand ich als sehr miese. So was macht man nicht einem Kollegen gegenüber. Der Umgangston im neuen Tatort ist nicht gerade zimperlich. Hör auf mit der Scheiße! Regisseur und Schauspieler nutzen die Chance zur Abrechnung. Schmeißt ein Typ seinen Fernseher zum Fenster raus und sagt, scheiß Fernseher. Er meint natürlich nicht nur den Fernseher, sondern auch das Programm. Es war was Neues. Wir sind da so, wir haben so einen Keil zwischen dieser Fernsehlandschaft getrieben. Nicht? Und wir wurden ja auch dementsprechend behandelt. Wir wurden sehr beschimpft, natürlich von der rechten Presse. Die linke Presse fand das ganz in Ordnung. Aber die rechte Presse hat uns redlich Schelte verteilt. Das war aber okay, das wollten wir ja eigentlich auch. Wir waren ja selber dran schuld. Wir wollten etwas aufbrechen. Die Schimanski-Tatorte drehen sich um Bodenspekulation, um Arbeitslosigkeit und andere Schattenseiten der deutschen Gesellschaft. Und sie sorgen für Erregung. In Schimanskis Heimat Duisburg laufen konservative Politiker und Journalisten Sturm gegen den Schmuddelkommissar. Sie sorgen sich um das Image der Stadt. Und sie zetteln eine Kampagne an. Wir wurden unendlich angegriffen und beschimpft, dass wir Duisburg in einem so schlechten Licht zeigen. Es war uns sehr recht. Also wir haben uns sehr gefreut, als wir die drei Seiten Bildzeitung hatten. Wir waren auf Zoff aus und es war nichts war besser als Zoff. Scheiße. 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 Du glaubst ja wohl nicht, etwa den ganzen Scheiß. Scheiß, Karre. Das ist echt scheiße. Du Scheiße. Wie bitte? Herr Schimanski meint. Ich habe sehr genau gehört, was Herr Schimanski sagte. Ich bin anscheinend hier der Einzige, der den Zusammenhang zwischen der Brutalisierung der Sprache und der Verrohung der Gesellschaft kennt. Das Wort Scheiße gehört so zum Sprachgebrauch, dass wir das gar nicht gemerkt haben, dass wir das so oft vorkam. Also wir sagen ja auch, oh, das war scheiße, wir machen die Szene nochmal. Wie war der Ton? Der Ton war scheiße. Oder, also das Wort, wir haben das gar nicht gespürt, dass das so oft gesagt wird. Nachdem das bemerkt wurde, haben wir natürlich haben wir darauf reagiert und dann hat Hanna so eine Strichliste gehabt und hat immer angestrichen, wie oft der Schimanski wieder Scheiße gesagt hat. Durch Schimanski ist es doch lebensfähig geworden, dieser Satz. Jeder sagt zu Hause 25.000 Mal Scheiße, nur im Fernsehen, weil sie sagen, um Gottes Willen, warum sagt er denn Scheiße? Sagen Sie nie Scheiße? Doch, aber na also. Man träumte davon, einfach auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so und nicht anders wird's gemacht, bumm, aus. Und so ein Typ, Art von Typ war dann der Schimanski. An Ihrer Stelle würde ich mich mal erkundigen, Herr Schimanski, was in Holland erlaubt ist und was nicht. Weiß ich alles. Alles, wirklich. Ist hier drin. Hier oben drin.
Also wunderbar, dann haben Sie Gelegenheit, vielleicht auch Zeit, mal nachzulesen, was in Deutschland erlaubt ist und was nicht. Ich weiß sehr genau über die Arbeitsweise meiner holländischen Kollegen Bescheid, sehr genau. So weiß ich zum Beispiel auch, dass man dort Bürokraten, die mit ihrem permanenten Gequatsche die Ermittlungen stören, dass man die Strafmandate für falsches Parken schreiben lässt. Nicht wahr? Zivilcourage ist eigentlich immer ein Wunschtraum gewesen der Menschen. Sie wollten eigentlich, sie haben sich im Bett oder was weiß ich, in ihrem stillen Kämmerlein gesagt, aber morgen gehe ich zum Chef und morgen kläre ich das. Natürlich standen sie vor der Tür, haben angeklärt, naja, doch, lieber nicht. Das könnte vielleicht doch eine Gehaltsminderung auslösen. Es ist immer dasselbe, Mensch. Ist einfach ein scheiß Job. Blöd im Auto rumsitzen, auf irgendeinen Arsch warten, der nicht kommt. Irgendwelche fremden Leute nerven, die man gar nicht kennt, Mensch, und verlogene Trauerminen aufsetzen, Todesnachrichten überbringen. Schimanski ist kein Typ, der lange lamentiert. Er ist ein Kommissar, der lieber zuschlägt als diskutiert. Immer jedoch auf der Seite der Gerechtigkeit, versteht sich. Doch um das Recht zu schützen, übersieht ein Schimanski schon mal das Gesetz. Schlagkraft im Dienst der guten Sache. Schimanski, der Asphalt-Cowboy. Seine Freiheit teilt er allenfalls mit einer Handvoll Rockern. Ordentliche Jackets aus der Boutique wirken bei ihm wie Zwangsjacken. Sieht aus wie eine Stasi-Tuck. Mensch, Horst, wir sind Geldleute. Konservatives Outfit ist angesagt. Außerdem klemmt mir unterm Arm. Hier ist doch Quatsch. Komm, wir weg mit dieser Kopfjacke. Ich gehe jetzt meine Jacke wieder haben, die sportlich. Und mit der Hose kombiniert sieht das alles prima aus. Diese Jacke ist wirklich zu blöde. Das wollte ich ja schon seit 10 Jahren sagen. Ach Quatsch, guck. Wie sieht aus? Ja, die Jacke, die will getragen sein. Aber das ist ja kein modisches Problem, sondern eher psychologisches. Doch mal. Nachher war Eberhard nach der 3. oder 4. Folge, wo das Publikum ja angesprungen ist und wo wir merkten, wir haben eine Reaktion da ausgelöst, mit der wir ja nicht gerechnet haben. Da sagte Eberhard, du, ich möchte jetzt aber auch eine Lederjacke haben und Jeans haben. Da sagte, nein, das ist ja das Tolle. Du bist in einem blauen Anzug und ich bin so. Dieses Konträre, das ist das Tolle und das Spannende in diesem Duo. Frauen lieben Horst Schimanski. Ja, und Horst Schimanski liebt die Frauen. Immer wieder entwickeln sich auch Flirts, die der Zuschauer nicht erwartet. Schimanski, der Kohlenpott-Macho. Ich bin Junggeselle. Ach so, für Sie haben's gut. Aber unser Eins, der soll nur zu Hause sitzen, Staub wischen, Fernsehen und sich höchstens mit einem Wackelpeter begnügen. Na, ist doch so, oder? Also das ist schön, dass sowas, dass man nicht immer so ein langbeiniges, blondes Geschöpf hat, sondern dass da Erde ist, dass da eine soziale Kraft dahinter ist. Wissen Sie, das ist spannend. Denn das wissen wir doch nur wirklich ganz genau. Es kommt, also bei uns Älteren kommt es darauf, also ich beziehe mich darauf, dass es nicht so wichtig ist, wie eine Frau aussieht, sondern was sie einfach als Persönlichkeit hergibt. Frühjahr 1989. Dreharbeiten zu einem der letzten Schimanski-Tatorte. Nur noch das Nummernschild verweist auf Duisburg. Gedreht wird vor allem aus Kostengründen in München, in der Nähe der Bavaria Filmstudios. Weit weg vom eigentlichen Ort des Geschehens gerät der Schimanski-Tatort in die Krise. Es gab sogar Dinge, über die wir uns dann besonders geärgert haben, dass kleine Rollen, auf die wir ja nicht Einfluss nehmen konnten und auch nicht wollten, dann plötzlich mit bayerischen Schauspielern besetzt waren. Also das war ein ewiger Ärger und wir waren da überhaupt nicht glücklich darüber. Der Schimanski gehörte nach Duisburg und nicht nach München. Und da hat man hatte die Quelle verloren. Und das spürte dann jeder. Und irgendwann dachte man, man macht immer wieder dasselbe und dann können wir auch aufhören, wenn man immer dasselbe macht. Horst, du kannst doch nicht einfach aufhören. Was willst du denn machen? Fliegen. Mit großer Geste bereitet Schimanski seinen Abschied vor. Und seinen Abflug.
Regisseur Hajo Gies kommt auf die Idee, Schimanski mit einem Drachen davonschweben zu lassen. Sehr zur Verwunderung seines Hauptdarstellers. Wieso fliegt Schimanski ab? Der muss auf der Erde bleiben. Der muss doch aufgefangen werden. Nein, der fliegt jetzt einfach über Duisburg. Das hat eine Weile gedauert, sagen wir 10 Minuten, bis ich den immer wieder fragte, aber wo hat er den Drachen? Ja, den spielen wir irgendwie an, der steht in seiner Wohnung irgendwie rum und irgendeiner bringt den Drachen, wir setzen das einfach. Okay, dann machen wir, dann fliegt er weg. Ja, aber das war in seinem Kopf, der wusste selber noch nicht recht wieder, der hatte nur ein Bild im Kopf. Und das stimmte. Nachher habe ich ihn geküsst, habe gesagt, ja, Mensch, toll, warum ist mir das nicht eingefallen? Weil so weit wäre ich nicht gegangen, das habe ich nicht gesehen. Weil ich hatte die Verbindung zwischen Drachen und Wegfliegen, was ja wunderbar ist, ja philosophisch. Das war wunderbar, da bin ich ihm heute noch dankbar. Und dann aber, dass ich dann nach oben Scheiße schreie, das ist dann wieder von mir, verstehst du das? Das hier ist meine Wohnung. Und ich sage dir zum Letzten... Ist klar, du. Ist ganz klar. Mach bitte mal Platz. Du stehst im Sand. Danke. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Und Spaß ist halt, ja, das Lebenselixier, nicht? Die Freude am Spielen, die Freude an einem Gag, die Freude an, ja, an dem Beruf, wissen Sie? Und wenn du so einen gestandenen Partner hast, der dir das wie ein Ping-Pong immer wieder rübergibt, dann ist das wunderbar. Und wenn der auf einmal weg ist und du spielst auf einmal gegen eine Betonwand, dann ist das traurig. Du bist der Letzte, von dem ich mir Vorwürfe machen lasse. Du bist der Letzte, von dem ich mir Spaghetti machen lasse.